Bonsoir, Mesdames et Messieurs, ich darf mich kurz bei Ihnen vorstellen. Je m'appelle Dr. Hugo I. Weiß. Weiß wie der Schnee und ist der Schnee gelb, sollten Sie ihn nicht essen. Sie merken, Humor ist eine sehr wichtige Angelegenheit pour moi. Et pourquoi bin ich auch eine kleine Scherzkeks? En français, un biscuit d'humeur. Ich arbeite seit 12 Jahren in der Verarschung, in der Forschung für den Pharmakonzern La Roche-Chaux. Ich arbeite aber nicht nur in der Verarschung, in der Forschung, sondern habe in den letzten 10 Jahren als Testperson auch Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschluckt. Ich möchte Ihnen meine kurze Referat belegen und beweisen, dass die übertriebene Kritik, insbesondere was die Nebenwirkungen von Pillen anbelangt, von der Scheinen, von der schreibenden Presse total übertrieben, aus der Luft gestampft und aus dem Boden gegriffen ist. Schiemer tut gün Fatzal Schnitter. Es ist nicht wahr, ce n'est pas vrai, dass wir den Ärzten Ferienreisen bezahlen, nur um sie so zu manipulieren, dass sie unsere Produkte kaufen. Bisschen santé chier. Hey. Und hey. Huh. Huh. Ha. Huh. Hey. Huh. Und es ist nicht wahr, dass ein Drittel aller Patienten an den Nebenwirkungen von Medikamenten stirbt. Zumindest nicht gleich. Und das macht mich wütend. Schiemer tut gül Fotzal Schnitte. Wir von La Roche-Chaux sind kreativ und geben ihren Leiden einen Sinn. Wir wollen ihr Leben mit neuen und unbekannten Krankheiten bereichern. Schmerzen können auch Freude machen. Und Schmerzen halten sie auf Trab. Und deshalb erfinden wir immer wieder neue Krankheiten wie Hyperaktivität, Penisneid, Potenzstörungen und ganz schlimm, die Schwangerschaft. Wir ertragen es einfach nicht, mit anzusehen zu müssen, wenn Sie nicht merken, woran Sie nicht leiden. Sicher wollen Sie von mir hören, was ich in den letzten 10 Jahren als Testperson an Pilleli und Zäpfeli persönlich ausprobiert, getestet und geschluckt habe. Hallo, ich habe Pilleli gegen Kopf-, Hals- und Ohrenschmerzen, gegen Migräne, Moräne, Arthritis und Bronchitis geschluckt. Habe Impfungen an mir machen lassen gegen Malaria, Himalaya, Typhus, Hochfuß, Senkfuß, Mittelfuß, Bleifuß, Mumpf, Rötele, Eglifilet und Forelle blau nach Müllerin Art. Et le résultat? Ich bin immer noch voll in Schiss. Und leide bis dato an keinen nennenswerten Nebenwirkungen. Im Gegenteil, ich fühle mich jung wie ein Reh. Alors, ein Exempel. Glauben Sie wirklich, dass man heutzutage die uns allgemein bekannte und lästige Grippe mit Essigsöckeli und Zwiebelwickeli ausrotten, vernichten und bekämpfen kann? Moi pas, non et pourquoi? Weil wir zuerst mit einer genauen Analyse, Analyse feststellen müssen, um welche der Tick, 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 Zicki, zacki, hoi, 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 hoi. Tausenden Grippen es sich handelt, handelt es sich um die Vogelgrippe oder handelt es sich um die Ole, spanische Grippe? Oder müssen wir der eiligen Grippe von Bethlehem den Kampf ansagen? Ihr Magen wird zum Schlachtfeld und in ihrem Magen wird entschieden über Krieg oder Frieden. Tolstoi, Schiemer, tut mir leid. Geben Sie diese Pillen wieder zurück.
Alors, was ist zu tun? Qu'est-ce qu'il faut faire? Wir gehen gegen diese Viren, diese Bakterien, diese Arschlöcher, diese Fotzelschnitte mit Zimt und Zucker vor. Mit einem militärischen Präzisionsangriff. Eine Zungenangriff. Eine Pille, die von oben. Und eine Zäpfe, die von unten. En français, un torpedo de Tutgün. Wird die grippale Invasion eingekreist und eingekesselt und in einer zweiten Phase attackiert, ausradiert, zerquetscht, gemördert und gevierteilt. Und dann können sie ihre beschissene Essigsöckeli und Zwiebelwickeli dorthin stecken, wo sie wollen. Aber ich garantiere ihnen, es hat keinen Platz. Et encore une fois la presse, die Presse. Wir wissen, wer diese Schmutzkampagne gegen uns führt. Es sind diese alten Naiven. Alternativen Mediziner. Sprich diese Osteopathen, Esoteriker. Und diese ganze schwule Gesindel von Omo, von Omopathen. Nur weil wir eine Arschlücke, eine Marktlücke gefunden haben. Et encore une fois, ich verwahre mich vor jedem Angriff, dass Pillen gefährliche Nebenwirkungen haben und zum Tode führen können. Merci.